Wenn Russland uns wirklich den Gashahn abdreht, dann wird es schwierig werden, überhaupt noch am Netz zu bleiben. Wie er schon hat, ist ganz gut, so eine Off-Grid-Anlage. Also ich lade hier mit 300 Watt mehr oder weniger Autobatterien auf, die ich dann zum Laden von Laptops, wir haben mehrere im Haus, unseren Smartphones, allen Kleingeräten, die mit USB speisbar sind, verwende. Ich habe das Ganze auf dem Brett aufgebaut. Es sind immer drei Laderegler für USB, jeweils 3 Ampere. Hier eine Überwachung der Batteriespannung. Diese schönen Soundboxen von Anker, Bluetooth-Soundboxen, kann man verwenden, um vom Handy aus natürlich auch noch seine geliebte Musik zu hören. Diese bewegungsgesteuerten LED-Lampen lassen sich auch mit USB laden und die habe ich überall in den Gängen angebracht, sodass ich da keinen Strom mehr brauche. So ein Geschirrspüler ist wirklich praktisch, braucht auch ein bisschen weniger Wasser, als wenn man mit der Hand spült, aber das Wasser muss erstmal erhitzt werden und das geht meistens über Strom. Und das kostet euch eine Menge Geld. Wenn ihr eh schon eine Warmwasserleitung habt im Haus, klar, dann müsst ihr auch zahlen, das Wasser wird irgendwo erwärmt werden, aber dann lieber kleine Mengen abwaschen, aber nicht direkt in der Spüle und dann das Wasser weglassen, sondern in einem Einsatz. Kunststoffeinsatz, eine Kunststoffwanne abwaschen und das Dreckwasser könnt ihr für die Toilettenspülung benutzen oder zum Gießen von Ziersträuchern. Und wenn man nochmal nachspült mit klarem Wasser, kann man dieses klare Wasser, das nachgespülte, da ist ja fast kein Spülmittel mehr dran, auch zum Gießen von Nutzpflanzen noch benutzen. Wie ihr seht, seht ihr nichts, keine Kontrolllöcher. Wir haben alle Geräte entweder mit der Zeitschaltuhr vom Stromnetz genommen, um Standby-Energie zu sparen. Oder wir schalten sie einfach mit einer schaltbaren Steckerleiste aus. Und an die Frauen unter euch, man muss nicht alles bügeln. Das Bügeleisen frisst auch 1,5 Kilowatt. Und wenn ihr eine Stunde bügelt, habt ihr 1,5 kW weg. Und eine Stunde bügeln, das ist schnell benannt. Manche Sachen muss man einfach nicht bügeln. Ja, Bettwäsche, die zieht man glatt im Bett, wenn man sie drauf spannt. Und viele andere Sachen auch nicht. Wir hängen auch sehr viel auf noch Wäsche. Das ist auch noch ein Punkt. Meistens nutzen wir einen Wäschetrockner, der natürlich auch, um die Wärme zu erzeugen, Strom braucht und auch nicht gerade wenig. Ich habe mal Balkon ein paar Leinen gespannt. Wir haben im Garten ein paar Leinen gespannt, die jetzt nicht mehr da sind, weil ich die abgebaut habe. Der Balkon, der große, reicht uns vollkommen. Und ja, die Sonne macht es umsonst und der Wind auch. Ihr müsst nachdenken, wo ihr denn noch sparen könnt. Also Bügeln ist sicherlich eines der größten Faktoren. Bügeln und Kochen braucht am meisten Strom. Ihr solltet natürlich auch möglichst alle Birnchen und Lampen von traditioneller Beleuchtung umstellen auf LED-Beleuchtung, außer an Arbeitsplätzen. Da gönne ich mir den Luxus, immer noch hellere Birnen drin zu haben, traditionelle. Oder solche Tageslichtlampen, die wirklich einen hohen Luxwert haben, wo man dann wirklich schreiben oder zeichnen kann. Aber solange es geht, mache ich meine Arbeiten alle am Tag. Dann brauche ich natürlich auch weniger Strom. Ihr solltet also auch einen Rhythmus angewöhnen, an dem ihr tagsüber bei Licht arbeitet und nachts nicht dazu nutzt, da jetzt Arbeiten zu machen und groß Licht zu benutzen. Ich weiß, das ist lästig und ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ihr könnt auch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche einen Spieleabend machen oder Spielenachmittag machen. Abends muss es ja nicht unbedingt die Festbeleuchtung im Wohnzimmer sein. Da tun es vielleicht ein paar ambientefähige Kerzen am Tisch auch. Ja, macht ein schönes Ambiente. Und ja, in der Zeit spart ihr halt sonst Strom. Ihr könnt den Strom auch teilweise für die Beleuchtung, ich habe überall in jedem Stockwerk eigene Sicherungen für die Beleuchtung mal ausschalten für den Tag. Und ja, was ihr machen müsst, ihr müsst auch mit euren Kindern reden, denen klar machen, dass Geräte im Standby trotzdem ganz schön viel Strom fressen. Selbst 2 Watt, das summiert sich, wenn im Haus 20 Standby-Geräte sind, jeder verbraucht 2 Watt, sind es immerhin 40 Watt. Und 40 Watt, die dann 24 Stunden am Tag mindestens laufen, also die Leistung mindestens, wenn sie angeschaltet wird, brauchen die Geräte ja mehr. Ein Tipp von meinem Ältesten ist, er war am Wochenmarkt, hat er festgestellt, die Kartoffelpreise und die Gemüsepreise sind dort wesentlich geringer als im Laden. So kostet da 1 Kilo Kartoffeln gerade mal 1 Euro. Gut,
Man muss da vielleicht ein paar hundert Meter laufen, um zum nächsten Markt zu kommen. Vielleicht gibt es bei euch in der Nähe keinen Wochenmarkt, bei mir schon. Ich habe so ungefähr, naja, 800 Meter. Die kann ich auch zu Fuß zurücklegen oder mit dem Fahrrad, mit dem Korb hinten drauf. Dann fahre ich die Sachen wieder nach Hause. Aber auch im Auto lohnt sich das, wenn man am Wochenmarkt dann eine größere Menge einkauft. Dann ist das einfach eine Fahrt, die ich als Versorgungsfahrt bezeichne, die notwendig ist. Die spart dann natürlich auch Sprit und man kann die Sachen ja dann auch schön lagern. Ob es Kartoffeln sind oder Zucchinis, Tomaten, was es auch immer gibt. Ein Tipp noch, wenn ihr das Zeug liegen habt, schaut es euch mal an und wenn ihr merkt, das liegt jetzt schon länger und es könnte vielleicht irgendwann so sein, dass es im Müllkorb landet, bevor das passiert, schneidet das Gemüse in kleine Scheibchen. Ihr könnt sogar Kartoffeln, ihr habt Süßkartoffeln schon mal vorgekocht, mit in Einmachgläser rein und süßer eingelegt. Da kann man fast alles einlegen, ja. Man kann fast alles einwecken, dann Gemüse, wenn es knackig bleiben soll, nur bei 80 Grad, dafür eine höhere Zeit, so 40 Minuten einkochen im Kochtopf. Das kann man natürlich auch alternativ nicht am E-Herd machen, sondern man kann das auch auf einer Gasflamme machen oder auf Holz. Das ist alles möglich. Es hängt davon ab, welche Möglichkeiten ihr habt. Ich würde momentan weniger mit Strom einkochen, denn der Herd ist einer der größten Energiefresser. Man muss Öl, das man verwendet hat, nicht gleich wegschütten. Man kann es nochmal filtern durch einen Kaffeefilter oder besser noch durch einen Feuchtfilter oder einfach nur stehen lassen. Dann setzt sich unten das Feste ab und dann gießt man vorsichtig oben ab. Das kann man mehrfach verwenden. Wenn man es nicht mehr verwenden will, kann man es immer noch hernehmen, so Altöl, das mir im Knistern aufbewahren, um Öllampen zu füllen. Ja, Öllampen selber zu basteln, zeige ich euch auch noch mal kurz. Eigentlich Küchenabfälle. Das sind Schalen von Zwiebeln. Die hat man früher schon verwendet zum Eierfärben oder man kann sie, wenn man sie mitkocht und dann abseiht, so eine dunklere Soße draus machen, also Soßen nachdunkeln. Ich heb die immer auf, eben zum Eierfärben, zum Soßen nachdunkeln. Ein bisschen Geschmack gibt es auch noch dran. Alles gut. Oh, ihr kennt das sicher. Habe ich schon mal gesagt, die Gläser, wenn man die Gurken aufgegessen hat, nicht wegschmeißen, sind prima Einmachgläser. Ich zeige euch nochmal dann eine große Sammlung davon. Aber was macht man mit dem übrig gebliebenen Wasser, das da drin ist, wenn man die Gurken gegessen hat? Nicht wegschütten. Wir benutzen es zum Anmachen von Salaten, Kartoffelsalat. Oder ich heb's auf, schmeck's nochmal ab danach, koch's ein in solch großen Gläser oder kleinen Gläsern und kann damit das nächste Mal mit dem Sud sparen. Weil ich den wieder einkoche, ein bisschen nachwürze, wenn er mir nicht so gut schmeckt, aber dann wieder zum nächsten Mal für Essiggurken einlegen verwende. Manche trinken das Essigwasser auch, aber das ist nicht so mein Fall. Hier seht ihr eingemachte Säfte. Die machen wir in diesen schönen kleinen Fläschchen ein. Die kriegt man meistens mit Tomatenpüree, Tomatensaft oder so. Wir heben die auch auf und benutzen sie später zum Einkochen. Hier eine Sammlung von Einmachgläsern, das sind alles so größere Gläser, 720 Milliliter bis wäre 1,5, 2 Liter Gläser. Und dann haben wir hier drüben nochmal die kleineren Gläser, darunter auch nochmal kleinere Gläser und ganz unten sind noch Flaschen drin. Wir haben uns mal den Luxus geleistet, solche 1 Liter Flaschen zu kaufen mit Bügelverschluss. Wenn die Gummis mal ausgeleiert oder ein bisschen hart geworden sind, dann gibt es auch hier Ersatzgummis dafür. Es gibt auch so ganze Aufsätze, allerdings sind da die Gummis schon fest verklebt. Die hat meine Frau gekauft, ich hätte sie mir ohne diese festgeklebten Gummis gekauft, aber besser als nichts, da kann man dann diese Bügel ersetzen. Da haben wir unsere Hygieneartikel und ein bisschen Zwiebeln und unten in der Kiste Kartoffeln untergebracht. Hier drüben haben wir Milchprodukte, Säfte, Getränke. Ja, in diesen Gläsern, da kochen wir natürlich auch sehr viel Selbstgesammeltes ein. Und in diesen hohen Gläsern oder auch in den Flaschen halt entsprechend Säfte oder wir machen uns einfach mal Säfte so. Wenn ihr Getränke kauft, zahlt ihr viel Geld. Klar, Cola schmeckt besser als Wasser. Und darum nehmen wir zum Beispiel, wenn jetzt da wieder Waldmeister kommt, ein paar Zweige Waldmeister in eine Karaffe, zwei, drei Zitronenscheiben und schon hat man ein erfrischendes Getränk und zahlt damit letztendlich einen Bruchteil von dem, was so ein Kasten kostet. Da kann man noch sparen, man kann mehr umstellen auf Tees, auf Sirup mit Wasser gemischt
Oder einfach auf frischen Säften und vielen Kräutern, die man sammelt, kann man Säfte machen. Kirsch zum Beispiel eignet sich auch hervorragend, um dann ein erfrischendes Getränk daraus zu machen. Ja, alles dient dazu, ein bisschen zu sparen. Unterm Strich kommt da natürlich übers Jahr ganz schön was raus. Hier seht ihr schon ein paar Sachen keimen. Zum einen hier auf dieser Seite, das sind alles noch Bohnen. Hier drüben sind schon mal Gurken angesät, da vorne kommen noch Buschbohnen. Da hinten, das wären dicke Bohnen, da kommen auch schon langsam welche raus. Warum überhaupt investieren da drin? Ich nehme biologisches Saatgut von Bingenheimer Saatgut, aber der Name ist eigentlich egal. Hauptsache, ihr nehmt keine Hybride. Und ja, dann baue ich an, da draußen stehen schon Tomaten, die habe ich hier schon mal vorgezogen. Eigentlich schon zu früh im Winter, aber die können trotzdem noch Früchte tragen. Auch wenn ihr nur einen kleinen Balkon habt und keinen so großen Garten wie ich. Schaut, dass ihr was anbaut, damit könnt ihr euch ein bisschen was zur Ernährung beitragen. Wie ihr seht, habe ich so einen kleinen Brachwasserbehälter, fast 1000 Liter. Der sammelt Regenwasser von unserem Blechdach, von der Garage. Und das Wasser kann man entweder zum Gießen ernehmen, braucht kein Wasser zahlen und kein Abwasser, denn das wird auch steigen. Klar werden die alles, was mit Strom betrieben wird, die Hochbeete werden ja beschickt mit Elektropumpen. Aber wird das Wasser natürlich auch nicht gerade billiger werden. Aber das kann man zum Gießen hernehmen oder, wenn ein Notfall der Mann ist, auch mal für die Toilettenspülung einfach in einen Eimer umfüllen. Gut ist es. Dazu braucht ihr nicht mal Elektropumpe, nur einen längeren Schlauch oben rein, auf der anderen Seite anziehen. Und die Schwerkraft und Saugwirkung macht den Rest. Da hinten sieht man so eine kleine grüne Tonne. Die habe ich eigentlich immer verwendet, um da auch nochmal Wasser zu lagern. Dieses Jahr wird dort Dünger angesetzt. Aus Brennnesseln und anderem Grünzeug werde ich da ja auch ansetzen, denn Dünger, ihr habt es vielleicht mitbekommen, kostet momentan unglaublich viel. Der Blaukorndünger hat sich im Wert fast vervierfacht. Ja. Und ohne Dünger wächst ja nichts. Also man braucht Dünger. So könnt ihr euch selbst Dünger herstellen. Es geht auch in einem 10-Liter-Kübel ein bisschen. Brennnessel rein, Wasser dazu, ein paar Tage stehen lassen. Aber dann nicht pur gießen, sondern immer noch mit Wasser verdünnen, sonst verbrennt ihr eure Pflanzen. Wenn ihr eine eigene Gastherme habt zum Heizen oder für das Warmwasser, dann dreht das mal um ein paar Grad runter. Da gibt es meistens einen Regler, da kann man die Temperatur anheben. Ich habe die jetzt abgesenkt um 1 Grad. Jetzt ist es tagsüber eh wärmer. Das heißt, tagsüber reicht mir die Wärme, die so ist. Ich drehe dann auch die Heizungen zurück auf 1 oder 2. Stelle unten am Heizungskeller auch ein, wir haben einen Außenfühler, dass er ab 18 Grad plus gar nicht mehr heizen soll. Und Warmwasser kriegen wir in unserem Fall von einem Sonnenkollektor am Dach. Der ist ausgelegt für einen 6-Personen-Haushalt. Wir sind nur 5, machen wir 6 Leute. Da passt das optimal. Schaut, dass ihr die Zimmer, wo ihr euch wenig aufhaltet, sowieso runterdreht. Schlafzimmer zum Beispiel, meine Frau will sowieso lieber kühl schlafen, da heizen wir gar nicht mehr. Damit spart ihr auch ein bisschen Gas. Und natürlich, wenn ihr die Heizungsanlage dann mal ganz abschalten könnt, auch den Strom, den eine Gasanlage und die Umwälzpumpe braucht, denn die läuft ja auch 24/7 und verbraucht Strom. Meine alte hatte eine Mindestleistung von 15 Watt, die neue, die verbraucht nur 4 Watt und schafft es trotzdem alles umzuwälzen. Ein leidiges Thema und momentan haben viele die Schnauze davon voll, ist der Benzin-Dieselpreis. Auch die E-Autos werden jetzt dann 80% mehr zahlen müssen an der Ladestation. Also was tun? Weniger mit dem Auto fahren und gezielt fahren. Unnötige Fahrten vermeiden. So fahren wir nur einmal in der Woche oder einmal alle 14 Tage zum Großeinkauf. Alles, was drunter ist, so kleine Einkäufe, erledigen wir in der Nähe, per Fahrrad oder zu Fuß. Wie gesagt, dann auch noch raus aus dem Auto, was ihr nicht mitnehmen müsst. Die Gewichtsreduktion spart nicht viel, aber sie spart immer ein bisschen was. Habt ihr noch Zeug drin, das nicht drin liegen muss, tut es raus. Viele haben es nicht gelernt, schonend Auto zu fahren. Letztens auch wieder einen gesehen, der vor mir mit Vollgas an der Krampe losfuhr, damit er dann, keine Ahnung, in der Stadt mit 80 fahren konnte, was sowieso nicht erlaubt ist. Ich nutze jede Gelegenheit, um auszukuppeln und das Auto rollen zu lassen. Also, wenn es bergab geht, kupple ich aus, da muss ich sogar bremsen, weil es dann zu schnell wird.
Wenn es gerade dahin geht, dann kann ich das auch. Wenn ich mal auf 80 bin und ich weiß, da vorne kommt eine Ampel, da ist eh auf 60 begrenzt, da kann ich schon frühzeitig das Gas wegnehmen, ihn auskuppeln, vielleicht sogar einen Gang rausnehmen und dann einfach bis zur Ampel rollen lassen. Man sieht es schon im Vorfeld, da wird es dann bald rot oder da ist es schon rot. Und wenn schon rot ist, dann kann man vielleicht ankommen, wenn die anderen schon losfahren und braucht da nicht nochmal extra stehen bleiben. Auf jeden Fall spart man so auch ein paar Liter. Ich weiß, klingt nicht nach viel, es ist auch vielleicht nicht viel, aber jeder Euro zählt. Tja, solche Prospekte, ich hasse sie eigentlich, wenn sie bei mir im Postkasten landen. Aber man findet dann immer wieder heruntergesetzte Sachen, in dem Fall den Eiles-Kaffee. Der empfiehlt es sich dann vielleicht ein bisschen mehr auf Vorrat zu nehmen oder wenn manche Sachen wirklich günstig erscheinen, die auch mal zu kaufen. So, ein anderes Thema noch. Ich habe so eine unsinnige Drei-Jahres-Regel. Was macht diese Regel aus? Alles, was man die letzten 3 Jahre nicht ein einziges Mal benutzt hat, braucht man eigentlich nicht. Und ja, da kann man sich überlegen, ob man die bei eBay oder irgendwo anders verkauft. Vielleicht auch Aushänge macht hier im lokalen Supermarkt, wenn man das darf. Wenn man etwas verkauft, wo man sagt, das kann ein anderer noch nutzen. Man kann es natürlich auch tauschen gegen Sachen, die man brauchen kann. Zuletzt kann man es auch verschenken, wenn man sagt, okay, man kriegt es gar nicht anders los, dann an Bekannte und Freunde, die das Teil vielleicht noch brauchen können. Viele Dinge kann man auch upcyclen. Also ich habe zum Beispiel einen abmontierten Druckausgleichsbehälter aus der Heizung, den werde ich oben kreisrund wegschneiden. Das ist so ein runder Behälter. Und auf der Seite eine Tür reinmachen, ein Gitter reinlegen und werde daraus einen Hobo basteln, einen großen, denn die Behälter sind meistens so für 40, 50 Liter ausgelegt. Und da kann man dann mit ein paar angeschweißten Teilen oben drauf schon einen Topf sicher draufstellen und kann auch seine Sachen dann über Holz noch warm machen. Und die letzte Möglichkeit ist halt, wenn man gar keine andere Chance hat, die Sachen loszuwerden, sie wegzuschmeißen. Warum wegschmeißen? Warum überhaupt das Zeug weg? Es nimmt Platz ein. Wenn ihr Vorräte anlegt, werdet ihr feststellen, irgendwann geht euch der Platz aus. Und ich rede jetzt nicht nur von Lebensmittelvorräten, sondern auch von anderen Dingen. Und ihr habt da drin dann einen Karton, zum Beispiel einen Leerkarton, den ihr aufheben wolltet, weil das Gerät könnte ja vielleicht doch mal ein Garantiefall werden, aber das habt ihr schon vor 10 Jahren gekauft und der Karton liegt da immer noch. Schmeißt ihn weg, dann habt ihr wieder Platz und könnt da was anderes lagern. Platz ist auch eine ganz wichtige Ressource, die ihr nicht verschwenden solltet. Ich habe euch da schon mal was davon gesagt, euch so ein bisschen einen Link gegeben. Der Link ist mundrap.org, aber es gibt so eine Mundrap-App auch fürs Handy. Und die haben sogar Bücher, stellt euch vor. Und da sind Rezepte drin, alle Früchte, da sind Kräuter drin, was man so machen kann, was man schon in der Stadt auch noch finden kann. Aber auch natürlich auf dem Land draußen, wenn man ein bisschen ländlicher unterwegs ist, gibt es viele Sachen, die man sammeln kann. Fangt jetzt schon an, euch Plätze zu erschließen, wo wertvolle, sage ich mal, Ressourcen für euch da sind. Seien es Kräuter, seien es Obstbäume, die keiner mehr bewirtschaftet, seien es Beerensträucher. Was ihr jetzt schon gefunden habt und vermerkt habt für euch, ihr müsst das nicht in mundraub.org auf der Karte machen, damit jeder es findet. Macht euch so eine eigene kleine Karte oder eine Liste mit GPS-Koordinaten und schreibt daneben, was da zu finden ist. Sammelt jetzt schon. Fangt jetzt schon an, euch daran zu gewöhnen, dass ihr vielleicht irgendwann mal etwas mehr von den natürlichen Sachen benutzen wollt. Ich habe jetzt Gänseblümchen gesammelt, 2 Hände voll, da mache ich jetzt Gänseblümchen-Pudding. Klingt blöd, aber das Rezept ist in diesem Buch, das ich euch gerade gezeigt habe. Und ich will es mal ausprobieren. Warum nicht? Brennnessel findet man ganzjährig, man kann auch den Brennnesselsamen verwenden. Es gibt so viel Essbares in der Natur, das sollte man einfach nutzen. Und fang jetzt schon an, damit zu arbeiten, denn dann lernt ihr es. Und wenn du mal was fehlschlägt, dann ist es nicht so schlimm, dann macht man so ein Kreuzchen neben das Rezept und ist nicht gut. Ich habe auch gesehen, man macht aus Huflattichwurzeln einen Kaffeeersatz. Ich habe das eigentlich nur von Eicheln gekannt und von Wegwartenwurzeln. Aber man kann es vielleicht sogar auch mischen, um da so ein bisschen Geschmack reinzubringen. Ich habe dann auch noch, darf es ja gar nicht laut sagen, reines Koffein gekauft, 200 Gramm. Ab 3 Gramm ist es tödlich, also nicht zu viel reintun. Aber da kann man sogar Koffein mit in diese an sich koffeinfreien Pflanzen mit reinbringen, um nicht auf seinen Kick verzichten zu müssen. Hier noch
profane Dinge. Viele verwenden noch Zebras, wir teilweise ja auch, aber wir stellen immer mehr um auf Lappen, die wir wieder waschen können. Es spart Müll und es spart vor allem Kosten. So eine Rolle Zebra ist auch gleich aufgebraucht. Macht man das mit solch Leintüchern, Geschirrtüchern, die man vielleicht halbiert, oder richtigen Putzlappen, die man waschen kann, so spart man da auch Geld. Gleiches gilt natürlich für Taschentücher. Ich weiß, Tempos, das ist bequem, man greift in die Tasche, man schmeißt sie weg. Ich habe für mich jetzt mal testweise vor einigen Jahren schon die alten Stofftaschentücher gekauft. Die gab es günstig irgendwo im 20er Pack. Und ich muss sagen, es ist auch kein Problem, die mit in die Wäsche zu hauen und dann wieder zu verwenden. Auch so kann man ein bisschen Geld sparen. Das Potenzial ist natürlich nicht so groß, wenn es nur einer macht, aber ich hoffe, dass ich den Rest meiner Familie noch überzeugen kann. Vielleicht habt ihr auch noch Anregungen, wo man sparen könnte, wo es noch Potenzial gibt. Mir ist sicherlich nicht alles eingefallen. Ich habe jetzt nur das mal erwähnt, was mir so in den letzten ein, zwei Tagen eingefallen ist. Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen und andere sicher auch, noch ein paar Anregungen zu kriegen, wo man auch sparen kann in Zukunft. Denn wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Krise hier so schnell vorbei ist. Die wird 2 bis 3 Jahre anhalten. Zumindest das Preisniveau. Und ich glaube auch kaum, dass es an der Tanke nochmal unter 2 Euro sinken wird.